Hallo Leute, hier ist wieder euer Modellbahner 44 zu einem weiteren Modellbahnvideo auf meinem Kanal. Heute werde ich euch die Metzgerei und Bäckerei, die ihr hier seht, von Faller vorstellen. Sie hat die Artikelnummer 130489. Aber bevor ich beginne, möchte ich euch noch ein paar Infos sagen. Und zwar, ich bedanke mich recht herzlich für 52 Abonnenten. Hat mich wirklich gefreut, dass wir die 50 Abonnenten geknackt haben. Und jetzt schon 52 Abonnenten sind. Und dann das zweite. Ich werde in den nächsten 10 Tagen nur 2 Videos hochladen. Das hat den Grund, da ich im Urlaub bin. Und zwar auf der Insel Rügen. Da wird ein Video kommen von der rügenischen Bäderbahn. Und ein Trainspotting-Video. Und das Trainspotting-Video ist etwas Besonderes. Also freut euch schon mal drauf. Wann die Videos kommen werden, kann ich noch nicht sagen. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe mit Schneiden, Bearbeiten und so weiter. Aber jetzt fangen wir an mit dem Haus. Und zwar zuerst will ich euch hier den Karton zeigen. Und dann zeige ich euch das Detail. Beziehungsweise das ganze Haus. Ist wieder so ein typischer Fallerkarton, den man hier bekommt. Den kann man auch als Aufbewahrungsbox benutzen. Da hat man hier an den Seiten nochmal ein Feld, wo man was draufschreiben kann, was man da drin lagert. Und dann kann man den hier an den Seiten so aufmachen, hier unten. Und dann, wenn man hier so reinguckt, sieht man eine Menge Ersatzteile. Mit den ganzen Ersatzteilen könnte man sich locker noch ein Haus, was keine in eine Richtung hat, einrichten, halt Bäckerei, Metzgerei, aber auch sicherlich als Küche oder sonstiges nutzen. Mal gucken, was sich da alles machen lässt. Und dann auf der Rückseite des Kartons sind noch mal ein paar Modellbahnanregungen. Und eigentlich ist hier noch so eine Folie drum, wo dann die Metzgerei und die Bäckerei abgebildet ist. Nun, die habe ich leider schon weggeworfen. Tut mir leid. Und jetzt werden wir uns aber mal das Haus genauer angucken. Und zwar, wir fangen erstmal im Innenbereich an und gehen dann nach außen. Man kann das Dach abnehmen. Das Dach ist ganz simpel gestaltet. Wie ein ganz normales Dach halt. Und dann kann man hier das nochmal rausnehmen. Und was das beides hier zu bedeuten hat, erkläre ich euch gleich. Beziehungsweise, das ist halt dafür da, dass man hier so eine Lampe durchstecken kann. Dass es da drin beleuchtet ist. Ich kann es einmal mit einer Taschenlampe demonstrieren, dann ist da halt Licht drin. Und man muss ja auch irgendwie die Kabel verlegen können, also kann man das abnehmen. Das darf man nicht festkleben. Und dann kann man hier nochmal aufmachen. Und dann kann man hier hinten reingucken. Und von da ist der Boden offen und da können dann die Kabel hochgelegt werden. Muss man hier ein kleines Loch machen zu dem Teil. Jetzt gucken wir uns mal die Inneneinrichtung an. Die Figuren, die hier drin sind, die habe ich selber befestigt. Die sind nicht im Set enthalten. Und zwar hier haben wir einmal eine Frau, die bei der Bäckerei arbeitet. Die verkauft gerade Brot an den Mann. Hier vorne sind noch so zwei Stehtische. Und hier ist noch eine Frau, die verkauft gerade die Wurst- und Fleischwaren. Da geht eine Frau noch raus mit einem Tische und in dem Regal. Muss ich mal gucken, wie man das am besten zeigen kann. Da, so, sieht man vielleicht ein bisschen, sind noch Wurstwaren drin. Und dann werde ich euch das gleich nochmal zeigen, wenn es leuchtet. Und dann werden wir uns mal den Außenbereich angucken. So, und zwar das Glas hier, das ist lichtundurchlässig, beziehungsweise das ist so ein Glas, wo man schlecht durchgucken kann. Warum, weiß ich dann nicht, warum das hier gewählt wurde. Vielleicht auch ein Produktionsfehler. Weiß ich alles leider nicht. Und zwar hier sieht man noch mal ein paar Fleisch- und Wurstwaren, um genau zu sein. Dann kann man das Haus noch mal drehen. Hier drüben ist auch so eine Markise. Und dann haben wir hier noch mal die Hinterseite. Hier kommt eigentlich noch ein Gehwegstück ran. Nur das passt bei uns leider nicht. Ist ein bisschen schade, aber da hat man schon seine eigene Lösung für sicherlich.
Und so ein Teil ist es. Das kommt zwar vorne ran, aber so ein ähnliches ist es auch für hinten. Und dann der Außenbereich ist eigentlich simpel, aber gut. Dann haben wir hier vorne nochmal ein Schild, ihre Metzgerei. Und die Metzgerei hat hier so einen Biergarten. Da kann man hier noch Blumen reinmachen, genauso wie hier. Und die beiden Blumentöpfe, die hier braun sind, die sind nicht von Faller, sondern von Auenhagen. Und hier oben gibt es dann noch Streuzeug, was man dann rüber machen kann, dass es schon bewachsen aussieht. Hier oben hat man nochmal einen kleinen Balkon, wo welche drin wohnen können. Oder die Arbeiter, ja, die Arbeiter oder normale Stadtmenschen. Wie sie da runterkommen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich durch die Tür und dann halt hier hinten den Aufgang hoch. Kann man sich hier ausdenken, wie man will. Und dann hoffe ich, euch hat dieses kleine, aber feine Vorstellungsvideo gefallen. Das könnt ihr mir ja gerne mit einem Like symbolisieren. Und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Mein Fazit ist, es ist ein wirklich sehr gutes Haus. Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Die Qualität ist gut. Bis auf halt, wie gesagt, hier vorne eigentlich was reinkommt, aber das passt leider nicht. Muss man mal gucken, kriegt man sicherlich irgendwie reingehämmert. Aber es wird ja sowieso in meine Altstadt integriert, also brauche ich es nicht. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Modellbahner 44. Ciao, Leute.